Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Ist es nicht beängstigend, wenn die öffentliche Meinungsfreiheit, die man eigentlich haben sollte, in Deutschland immer weiter eingeschränkt wird und mittlerweile schon Personen diffamiert werden, wo man eigentlich dachte, diese Personen, die werden niemals in die Ziellinie geraten, wie zum Beispiel der erfolgreiche Unternehmer Elon Musk oder eben auch der deutsche Comedy-Star Dieter Nuhr. Und gerade wenn solche Menschen mittlerweile im Fadenkreuz schon stehen, als nicht mehr zulässige Meinung, dann muss man sich wirklich mal überlegen, was eigentlich aus diesem Land geworden ist. Und gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat hier eine komplette Entgleisung gehabt. Mehr dazu in diesem Video. Warum wird der Meinungskorridor in Deutschland immer enger? Nun, das kann man ganz kurz und bündig beantworten, weil es gewisse Kräfte gibt, die das wollen. Und ich sage es vorweg, es ist wirklich ein unglaublicher Betrug, der gerade auffliegt. Denn die Rundfunksender, die haben sich ja zumindest in den letzten Jahren immer noch ein wenig bemüht, so zu tun, als wären sie neutral. Oder sagen wir es mal so, wenn sie linksgrüne Meinungsmache betrieben haben, wurde es eben immer mit Vielfalt begründet und dass es ja auch andere Meinungen gäbe, die dargestellt werden. Aber jetzt merkt man eben ganz klar, dass selbst diese dargestellten Meinungen immer weiter unter Beschuss geraten. Und das sieht man vor allem an einer einzigen Sache, nämlich der Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Denn Elon Musk war ja ganz lange in den deutschen Medien eigentlich nur ein exzentrischer Unternehmer. Also es wurde nie irgendwie gesagt, er wäre jetzt politisch gefährlich oder sowas. Und er hat ja auch selber nie irgendwie klare politische Ziele erklärt. Das ist ja ganz wichtig. Wie gesagt, man muss den Mann nicht heilig sprechen. Man kann durchaus auch einiges an ihm kritisieren. Aber rein faktisch gesehen hat er sehr große Leistungen in seinem Leben erbracht als Unternehmer. Und er hat eben einen freiheitlichen Gedanken, den er immer wieder betont. Zum Beispiel mehr Meinungsfreiheit, jetzt eben auch auf Twitter. Und die Entgleisungen, die es vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu gibt, die waren ja wirklich unter aller Kanone. Zum Beispiel hat man eben gesehen, dass Georg Restle ja ganz klar meinte, wegen Musk könnten Rechtsextreme auf Twitter jetzt wieder freidrehen, dürften außer Rand und Band dort sein. Also gleich mal ein Vorwurf, Musk würde praktisch Rechtsextremismus fördern auf Twitter. Oder auch Dunja Hayali, die hat sich ja mega darüber aufgeregt, dass eben unter Musk nur noch seine eigene Meinung zulässig wäre, hat die ZDF-Moderatorin gesagt. Und das ist ja auch ein krasser Skandal, weil es stimmt einfach nicht. Elon Musk zensiert nämlich keine anderen Meinungen. Er lässt lediglich andere Meinungen zu, die die Grünen eben nicht hören wollen. Also wenn man da sagt, es ist nur eine Meinung zulässig, kommt man einfach nicht damit klar, dass die eigene Meinung nicht mehr die einzig zulässige ist. Und die größte Entgleisung, die gab es jetzt ganz aktuell und die wird euch gleich wirklich aus den Socken hauen. Und bevor wir uns diese Entgleisung nun zusammen ansehen, möchte ich vorweg noch eine Sache sagen. Mir ist durchaus bewusst, dass die ZDF-Heute-Show ein Satire-Format ist. Also die ganzen neunmal klugen Kommentare, das wäre nur Satire, kann man sich an dieser Stelle getrost sparen. Denn auch Satire hat eben Grenzen des guten Geschmacks. Und ganz wichtig, nicht jede Unflätigkeit, nicht jede Dummheit, nicht jede Asozialität kann mit dem Rechtfertigungsgrund-Satire rechtfertigt werden. Aber wir schauen uns hier eine Grafik an von Twitter, von der ZDF-Heute-Show. Die blende ich hier ein und da heißt es: Dank Elon Musk darf jetzt wieder jeder alles sagen auf Twitter. Totale Meinungsfreiheit. Und hier ein Bild von Elon Musk. Ich blende es hier ein, ihr könnt ganz genau sehen, worauf hier angespielt wird, nämlich auf die Sportpalastrede oder eine andere Rede eben in der Nazi-Zeit. Und wahrscheinlich ist sogar konkret die Sportpalastrede gemeint wegen der Unterschrift: Wollt ihr den totalen Tweet? Das ist ja eine ganz klare Anspielung auf den Propagandaminister Josef Goebbels, der eben fragte, ob man den totalen Krieg wolle. Und ganz klar muss man hier einfach sagen, das ist eine Grenzüberschreitung. Also man kann die Person Elon Musk natürlich satirisch kritisieren. Aber man muss sich mal vorstellen, was hier eigentlich subtil in den Köpfen der deutschen Bürger damit erreicht wird. Also Elon Musk, ein freiheitlicher Unternehmer, der sagt, er will mehr Meinungsfreiheit auf Twitter, muss sich deswegen jetzt mit dem deutschen Nazi-Regime vergleichen lassen und muss sich deswegen jetzt mit Josef Goebbels, warum eigentlich nicht gleich mit Adolf Hitler vergleichen lassen, könnte man sagen. Denn ganz ehrlich, das ist wirklich unterste Schublade und es zeigt ganz klar, was das Öffentlich-Rechtliche, vor allem das ZDF, jetzt für harte Bandagen eben angezogen hat. Es geht wirklich darum, dass die öffentliche Meinung so beeinflusst wird. Und das ist eigentlich ein Skandal, dass ein Mann, der nur gesagt hat, er wolle mehr Meinungen zulassen, jetzt gleich mal Sympathie für Rechtsextreme hegen muss, wenn es nach denen geht. Und so kann man natürlich jeden Menschen in dieser Gesellschaft diffamieren. So kann man jeden Menschen mundtot machen. Und nun müssen wir einen ganz wichtigen Aspekt ansprechen. Und da verspreche ich nicht zu viel, wenn ich sage, ihr werdet euch köstlich amüsieren erstmal. Denn wir schauen uns jetzt gleich von Safsan Çepli etwas ein, was ich hier auch einblende. Sie hat es nämlich wirklich gewagt, Elon Musk und das, was er tut,
als dumm zu bezeichnen. Und das ist besonders interessant, denn ausgerechnet Safsan Shibli herself, ihr wisst genau, wofür diese Frau steht, nämlich für selbst kaum eine Leistung erbringen, aber ein Staatsamt bekommen haben und jetzt eine große Klappe haben, obwohl man in genau jenem Staatsamt kläglich gescheitert ist. Und da muss man auch ganz klar sehen, das ist eine Kampagne, die hier gerade geführt wird, eben von öffentlichen Personen, vom Rundfunk und auch von Prominenten gegen Elon Musk. Und ohne jetzt irgendwie extrem krass Partei für Elon Musk ergreifen zu wollen, muss man einfach sagen, der Kontrast zwischen dem, was Elon Musk objektiv macht, nämlich erstmal nur ein soziales Medium umgestalten hin zu einer freieren Plattform, steht in keinstem Verhältnis damit, wie er jetzt dargestellt wird und was da für ein Aufschrei passiert. Also es gibt wirklich Angst vor Meinungsfreiheit. Und genau das kann ich euch jetzt noch mit einem weiteren Beleg hier anführen, denn ich finde, es ist ein wahrer Skandal, was gerade auch in Deutschland passiert. Man muss gar nicht nur auf den Unternehmer Elon Musk aus dem Ausland eben schauen. Wir sehen hier in Deutschland selbst, wie es langsam wirklich sich die Schlinge immer weiter zuzieht für kritische Stimmen. Weil Dieter Nuhr war ja praktisch das Feigenblatt des Öffentlich-Rechtlichen, weswegen man sagen konnte, also wenn so eine Meinung zugelassen wird, ja dann ist es ja eigentlich so, dass es schon noch Meinungsvielfalt gibt. Aber wenn jetzt Dieter Nuhr vom Öffentlich-Rechtlichen selbst diffamiert wird, und kleiner Funfact von Kontraste, also von dem Magazin, welches mich eben auch diffamiert hat. An der Stelle muss ich sagen, ich fühle mich jetzt schon viel besser, weil eine Riege mit Dieter Nuhr gestellt zu werden, da sehe ich wirklich alle kritischen Köpfe in diesem Land, werden da reingestellt, aber das nur am Rande. Ich möchte vielmehr sagen, Dieter Nuhr wird jetzt vorgeworfen, dass er sich eben an der Verbreitung von Verschwörungen also beteiligen würde, dass es ihm sehr wichtig wäre, da anzuecken und gegen Grüne zu hetzen. Und das ist praktisch der Tenor, der da gesagt wird, also Dieter Nuhr hätte praktisch ein Weltbild von gestern und überhaupt, man müsse hinterfragen, ob man seinen Verschwörungen noch zuhören solle. Und da klingeln bei mir persönlich alle Alarmglocken. Weil wenn solche wirklich vernünftigen, rationalen Stimmen, ohne jetzt alles, was er je gesagt hat, verteidigen zu wollen, keine Frage, aber in der Regel hat Herr Nuhr schon immer sehr sachlich argumentiert, muss man schon sagen, wenn solche Leute mittlerweile im Fadenkreuz sind, ist ja offensichtlich, was hier passiert. Jeder Mensch in Deutschland mit einer anderen Meinung soll angegriffen werden, soll mundtot gemacht werden. Und warum passiert das? Das ist ja offensichtlich. Weil es immer mehr Menschen gibt, wie zum Beispiel jetzt ganz viele Unternehmen, hunderte Unternehmen, die andere Meinungen haben und zum Beispiel die Öffnung von Nord Stream 2 fordern, dass man die intakte Leitung, die es laut Russland ja noch gibt, in Betrieb nehmen solle. Und genau das ist eben ein Thema. Man will verhindern, dass die öffentliche Stimmung in Deutschland kippt. Man will verhindern, dass sich in der öffentlichen Meinung in Deutschland irgendetwas ändert. Und deswegen meine Bitte, teilt wirklich dieses Video überall, weil die Menschen sollen sehen, es ist ein gigantischer Betrug des ZDF, es ist ein riesiger Skandal, wenn man solche Taktiken anwendet, obwohl man eigentlich zur Neutralität verpflichtet ist. Aber ich sage auch klar, so kann man die Wahrheit nicht unterdrücken. Und ich mache da kein Geheimnis draus. Ich habe das auch in meinem letzten Video wirklich gesagt. Ich stehe selbst gerade extrem stark unter Beschuss und ich werde dazu auch bald noch etwas Konkreteres sagen. Aber ich möchte nur so viel sagen. Unter meinem letzten Video habe ich sehr viele Kommentare von euch bekommen, die auch angesichts meiner schweren Situation wirklich große Kräfte mittlerweile versuchen, mich zum Schweigen zu bringen, mich mundtot zu machen. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn solchen großen Stars wie Dieter Nuhr schon droht, dass sie hier diffamiert werden, was macht es denn einfach mit einem jungen, freien Journalisten wie mir? Die Frage kann sich ja jeder mal stellen, aber ich sage auch klar, eure Kommentare, euer Rückhalt, den ich ja wirklich deutlich spüre, gibt mir wirklich die Kraft, hier immer weiter zu kämpfen. Und ihr wisst, es ist für mich auch eine Herzblutsache. Ich möchte hier die Wahrheit sagen, ich möchte hier freien Journalismus betreiben. Und deswegen danke wirklich an jeden Einzelnen, der das weiter möglich macht, trotz all des Widerstands gegen mich, indem er meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, blende ich hier im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt. Und ich bedanke mich von ganzem Herzen an jeden, der sich jetzt dazu entscheidet, meine Arbeit zu fördern. Das ist nicht selbstverständlich und ist der Grund, dass ich hier immer weiter für euch arbeiten kann. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert doch jetzt noch diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Das ist nämlich vollkommen kostenfrei, kostet euch also nichts, hilft mir aber sehr, diese Videos weiter verbreiten zu können. Und ich finde, mehr Menschen müssen sowas sehen, gerade in kritischen Zeiten wie diesen. Darum geht es mir und ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen, Leute. Ich freue mich auf euch. Ciao.